Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei den Kolonisten hier in Verminias Kolonie. Ich hab's gar nicht umbenannt, ne? Ich hätte es auch Synapsia nennen können oder sowas. So, wir sind am Upgraden. Wir brauchen erstmal hier die Presse, die uns hier Cider herstellt. Und dann können wir auch die Häuser upgraden. Wir brauchen aber zuerst noch ein zweites Gebäude und das kann ich direkt schon mal ansetzen. Das hätte ich schon viel früher machen müssen. Jetzt bin ich nur am Überlegen. So vielleicht. Ja. Gegenüber ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Machen wir hier einen, ja. Denn wir brauchen ja den Cider für die Stufe 2 Häuser. Beziehungsweise indirekt für die Stufe 2 Energie. So, woran mangelt es denn hier? Hier fehlen zum Beispiel Steine. Aber gut, wir sind ja am Steine nachmachen. Bretter sind auch schon fertig. Ah, der baut auch schon Stein ab hier unten. Sehr gut. So, der gibt Stein weiter. Wohin geht er denn? Ach, nach links. Okay. So, stopp. Das Ding ist fertig. Wir können Felder setzen. Ah, die passen hier hin. Geil. Wir brauchen ja 10. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das wird nicht ganz passen. Aber dann kriegen wir 2. Nein, kriegen wir auch nicht. 1, 2, 3, 4. So, jetzt haben wir unsere 10. So, jetzt muss das Ding priorisiert werden. Und hier nehmen wir das Rauch, damit der möglichst schnell fertig ist. Und was braucht der? Planken und Steine. Jetzt warten wir erstmal ab, bis das fertig gebaut ist. Oder beziehungsweise bis zum Beispiel Planken fertig sind. Dann können wir die Häuser upgraden. Sonst geht das hier mit dem... Der Workshop kommt hier auch nicht nach. Aber das ist nicht so schlimm. Ah, der füllt schon hier die Früchte auf, das ist sehr gut. Ja, dass wir das diesmal so vernetzt haben, das ist ganz gut. So, hier wird weiter geforscht, der ist bald fertig. Und der ist auch gleich sehr geil. So, jetzt kommt Cider ins Spiel. Jetzt können wir hergehen und die Häuser upgraden. Das haben wir. Und das Haus werden wir auch upgraden. Lassen wir erstmal die 2 machen, damit die Forschung hier versorgt wird mit Stufe 2 Sachen. So. Stein wird hier unten abgebaut, das passt schon. Hier wird auch Stein abgebaut. Das ist aber bald nicht mehr, das wird irgendwann ausgehen. Haben wir denn sonst wo noch Steine? Ich guck mal ganz kurz hier durch. Hier haben wir Kohle nochmal, ein unendliches Kohlevorkommen sogar. Hier haben wir noch Eisen, das ist ganz gut. Und wir müssen auf jeden Fall noch nach Steinen schauen. Das wird nämlich auch bald zu Ende sein. Wir müssen uns hier hinten noch ausbreiten. Ah, der ist fertig mit dem... mit dem Ausbau hier hinten. So, pass auf, dann probieren wir mal Folgendes. Wir bauen einen Turm hier hin. Ja, das sieht doch gut aus. Klingt das was zu drehen? Ich hätte bald gesagt ja, ne? Hier geht er bis zu der Hälfte ungefähr. Und hier geht er weiter rein. Dann bauen wir den Turm nämlich so rein und bauen hier nur einen Pfad dran. So, lassen wir das mal so laufen. Dann kommen wir nicht an Stein, wenn das hier vorne depleted ist. Das ist gut. So, wir haben einen Idle-Workshop. Jetzt mal kurz überlegen. Haben wir noch Sachen, die sich lohnen? Construction. Construction Speed wäre zum Beispiel noch was. Brauche 6 Tage. Mining. Mining Speed. Wäre auch Sachen, ja, die uns auf jeden Fall weiterbringen. Hm.
Cobblestone Roads würde bedeuten, dass wir auch noch mehr Steine abbauen. Das haben wir sowieso nicht. Das kann man vergessen. Research Speed. Das machen wir. Das machen wir jetzt. Das lassen wir jetzt laufen. Ich glaube, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Wenn wir den Research Speed hier noch erhöhen. So, mit das Ding können wir mal die Priorisierung rausnehmen. Hier, die Dinger können wir priorisieren. Bau mal eine Hütte fertig. Ich glaube, das ist immens wichtig. Ist auch ganz gut, dass von hier unten nochmal Steine kommen. Dann können die nämlich von zwei Seiten, die ein bisschen behaken. Die brauchen Holz. Die haben ein unheimliches Bedürfnis an Holz. Ich glaube, wir bauen noch einen Förster. Hier haben wir schon einen. Wir brauchen noch einen zweiten. Vielleicht hier unten noch abbauen. Huh? Hier haben wir noch viel Platz. Wir machen noch einen. Wir bauen einfach noch einen. Noch einen Lumberjack. Dann soll er hier unten noch ein bisschen mithelfen und da kann er hier drüben auch noch abbauen zur Not. Ist das schlau, was ich mache? Oder hier unten hier? Warte mal kurz, lass mich kurz überlegen. Oder hier, hier haben wir nämlich noch genügend Bäume. Vor allem, wenn der Ding gebaut wird, hier haben wir genügend Bäume. Und ja, das machen wir. So, wir machen den hier ran. Hier ist sowieso vertan sozusagen. Dann machen wir hier erstmal noch ein Stückchen Weg ran. Ja, das langt. Und wir könnten so haben wir zwei Transportwege, so ein bisschen als Backup. Und dann bauen wir noch ab. Lumberjack hat Level 1. Machen wir hier rein. So, genau. So lassen wir das laufen. Dann kann er noch ein bisschen helfen, da hinten Holz rauszuholen und hier zum Beispiel zu der vorderen Säge zu bringen. So, das Haus ist priorisiert. Dann priorisieren wir das. Und dann machen wir gleich noch zwei. Am besten die vorderen hier, oder? In welche Richtung gehen die raus? Genau, die zwei werden wir noch upgraden dann. Können wir eigentlich direkt machen, oder? Ja, machen wir direkt. So, jetzt müsste auch die Forschung hier losgehen, ne? 3%, genau, der forscht hier fleißig. Und er baut Holz ab. Sehr nice. Mal ganz kurz, wollen wir den priorisieren? Ne, noch haben wir Stein hier unten. Ne, noch nicht. Der wird jetzt sowieso das Gebiet einnehmen, dann können wir hinten noch Stein holen. Hier können wir die Priorisierung rausnehmen. Sehr schön. Das ist eigentlich Quatsch, hier was ranzusetzen, der kommt sowieso dahin. Oh, warte mal, da ist... Ohne Ende Stein, aber das werden wir nicht brauchen in dem Level, gehe ich mal davon aus. Komm, hier können wir noch direkt eine Mine hinbauen. Moment, vielleicht wollen wir uns noch erweitern, dann machen wir das so da dran. Machen die hier schon Upgrade? Jo, die sind ja sogar gleich fertig. Warten wir ganz kurz, bis das hier fertig ist. Der ist fertig. Jetzt können wir den upgraden. Oh, Moment. Ah, der forscht noch, ne? 35%. Da brauchen wir Steine, ja. Oh, was ist hier los? Batterien fehlen. Müssten eventuell sogar noch einmal Batterien erzeugen, obwohl das könnte jetzt durch das Upgrade auch passieren. Wir
könnten aber, wenn die hier hinten fertig ist, sage ich dem hier Stopp. Dann gehen die Batterien da nicht rein. Ja, dann werde ich, wenn der hier fertig ist, genau, jetzt ist der idle. Jetzt bauen wir das Ding hier ab, weil das verbraucht wieder Energiezellen, die wir woanders brauchen. Und hier haben wir eh nur noch 25 Stone drin. Wie viel haben wir hier? Ah, 86, genau. So. So. Dann braucht er nämlich da nicht unnötig die Batterien verbrauchen. Die kann er nämlich hier rüber hinschicken. Ja, das passt. Ja, der fängt jetzt an, Steine zu transportieren von hinten. Sehr gut. Da komme ich nicht durch, ne? Können wir hier den Weg drüber ziehen? Nee, geht nicht, ne? Machen wir den einen Baum hier weg, Kerl. Wo ist denn mein Holzfäller? Der hier ist das, ne? Ah ja, okay. I see. So, so müsste jetzt gehen. Dann hat er den nächsten Weg vor. Dann haben wir hier eine doppelte Transportroute. Ja, da fehlen jetzt Batterien. Das liegt daran, weil wir die anderen ein Upgrade gefahren haben. Oder ich pack die auch auf Level 2. Na, ja, gute Frage. So. Was hat er denn, was erforscht er denn eigentlich? Ne, ich breche nicht wieder ab. Der ist jetzt gleich fertig mit dem. Der ist hier gleich fertig. Wenn wir hier priorisiert. Priorisieren bitte. Der ist gleich fertig mit den Pfeilen, meine ich. Military, genau. Und dann sind wir schon bei Werkzeugen. Ne, sind überall Werkzeuge drin. Oh oh. Naja, wir müssen hier weitermachen. Der ist gleich fertig. Zack, so, Pause. Jetzt haben wir nämlich Arrows. Jetzt brauchen wir noch die... den Fletcher. Und der Fletcher muss die vorderen Türme beliefern. Das heißt, wir brauchen die hier. Gehen wir die hier rein. Bauen wir den hier rein. Ja. Zack. So, der stellt dann Pfeile her, aber die müssen wir upgraden. Deswegen werden wir jetzt hier die Türme dann upgraden. Und er hier müsste kürzere Wege haben eigentlich. Ich mache jetzt hier ein Upgrade rein. Der muss den erst zu behaken. Und dann machen wir den Turm. Der muss mich darüber ballern. Moment, der verteidigt ja auch so, ne? Dann kann ich hier auch schon ein Upgrade reinhauen. So. Dann nehmen wir die Priorisierung raus. Eigentlich brauchen wir nur die Pfeile. Sollte ich jetzt forschen? Weil da gehen ja dann auf jeden Fall noch weitere Sachen rein. Was brauche ich denn noch? Im Endeffekt muss ich den ja nur behaken und jetzt Raum gewinnen. Ne, wir machen erstmal Ausbau. Ich warte jetzt drauf, sonst ziehe ich denen nämlich, glaube ich, die Ressourcen weg.
mal, hier liegen ganz viele Planken rum. Also Planken haben wir eigentlich genügend. Steine sind das Problem, oder? Na gut, die hat er noch drin. So, wir fangen hier oben an. Und geben dem eine Priorität, dass der Ausbau hier erhöht wird. Beziehungsweise ohne Pfeile kann der, ne, wenn man der Ausbau priorisieren. Das Ding muss priorisiert werden. Der braucht erst Steine, damit er überhaupt Pfeile herstellen kann. Ohne Pfeile kein Angriff. Wahrscheinlich langt es ja schon, wenn ich den jetzt beballern kann mit seinen Pfeilchen. Könnte ich mir vorstellen. So, da kommt noch ein Stein. Wie brauchen wir denn noch? Noch einen. Dann müsste der fertig sein. Sehr gut. So. Und der braucht so... Der braucht... Wo kriege ich den jemals hin? Geh auf die Hütte. Der braucht wirklich nur Holz. Über Kopf ist blöd. So, dann... der kriegt Holz. Sehr gut. Dann machen wir hier Priorität drauf. Den Ausbau nämlich hier oben. Was war das? Weil der Level 2 ist, dann machen wir einen Ausbau hier unten. Du wirst priorisiert. Der Ausbau hier unten muss als erstes stattfinden. Was fehlt denn mir hier oben? Eigentlich nur Steine. Und der hier unten hat Steine. Der ist jetzt auch priorisiert. Moment mal, der ist idle, weil er keine Energiezellen hat. Dann wirst du auch priorisiert. Damit du nämlich als erstes die Energiezellen bekommst. Oh, Schissel. Der fängt schon an. Okay. Ah, der war schon wieder. Der ist nicht jetzt schneller, oder? Oh, bitte nicht. Oh nein, ich kotz ab. Warte mal, wir machen jetzt mal vierfach, damit wir. Wir haben zum Glück Repair gelernt. Der ist auch gleich fertig mit dem Stein hier unten. Wie viel sind da noch drin? 6 Stück. Das langt, um den Turm zu upgraden. Aber das schafft er mit dem Reparieren auf jeden Fall. So, jetzt machen wir hier ein Upgrade rein. Baut er den hier auch aus? Der baut den hier nicht aus, das ist gut. Das heißt, hier oben habe ich noch ein bisschen Ruhe. Das heißt, wir müssen erst hier unten... Aha, jetzt kriegst du mich von zwei Seiten gleich als auf den Senkel, mein Freund. Ah, wir kriegen auch Raum dazu. Das heißt, er kriegt doch wieder Stein dahin. Pass mal auf. Oh, der kriegt von zwei Seiten auf den Senkel jetzt. Der kriegt von rechts auch noch auf den Senkel. Oh, bitte, lass uns das schaffen. Bitte, 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 bitte. Komm. Steine fehlen, das ist das große Problem. 10 Stück hat er noch drin und er braucht 6. Was ist hier hinten mit? Er hat keine Batterien. Oh,
bitte nicht, ich will nicht schon wieder kaputt gehen. Das muss doch schaffbar sein. Ich habe einen Idle-Workshop, I know that. Okay, wir haben wieder keine Steine. Das heißt, das Ding, wenn der hier unten depleted ist, müssen wir ihn eher bauen. Dann braucht er auch nicht die Energiezellen nicht mehr. Aber hatten wir nicht irgendwo eine unendliche Steinquelle? Hier unten, ne? Ja gut, ist egal. Wir brauchen erstmal den. Das bringt ja nichts. So, pass auf. Wenn der jetzt doppelt kriegt, dann müsst ihr den eigentlich wegmachen. Bitte. Dann haben wir nämlich das Gebiet hier unten wieder eingenommen. Komm, wie viel fehlt denn hier noch? Zwei Steine. Einer. So, jetzt müsst ihr gleich zweimal Pfeile kriegen. Jetzt kann er sich zumindest hier rüber konzentrieren. Er schießt aber auch. Boah, das gibt ja... Das gibt ja... Okay, pass auf, wir bauen noch so einen zweiten Fletcher hin. Oh, jetzt fängt er hier oben an. Der fängt auch an. Schissel, wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten Fletcher. Habe ich den gerade gebaut? Habe ich nicht gebaut, ne? So, da wollte ich ihn bauen. Oh, Stein ist fertig. Okay, pass auf. Ich glaube, das wird wieder nix. Ich krieg die Krise. Hey, fehlt überall Stein jetzt. Der Stein kommt nicht schnell genug nach. Oh, habe ich wieder einen Fehler gemacht. Ich kotz. Boah, wie übel, oder? Ich fand mich echt nicht schlecht. Aber das Problem ist, dass die jetzt hier mehrfach rüberballern und wir nicht genügend Material haben. Guck mal, der hat nichts zu tun, weil er nicht beschossen wird. Okay, wir probieren hier nochmal eine Priorisierung drauf. Aber es sieht nicht gut aus. Das ist das erste Level, wo du gegen eine andere Fraktion kämpfst und das Spiel ist gnadenlos schwer. Das ist ja echt der Hammer. So. Eieiei. Ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Dann werden wir mal erfahren, ob wir dieses Level schaffen oder nicht. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.